Herzlich willkommen beim Stadtmagazin. Ja, wie geht es weiter mit dem alten Thomsen-Grundstück? Wir haben Sie schon sehr, sehr weit mitgenommen auf dem Weg bei den Ideen des Investors und auch bei den Ideen der Verwaltung, sprich der Bürgermeisterin. An diesem Punkt, wir sind Mitte April, kann man sagen, nichts von alledem wird wahrscheinlich eintreten. Als erstes nehmen wir Sie einmal mit und zeigen Ihnen die Pläne des Investors. Die blenden wir einfach ein, während ich rede. Sie werden an dieser Stelle sehen, dass es sich um ein riesiges Gebäude handelt, was hier gebaut werden soll. Und ich sage mal, meine Einschätzung, das ist jetzt nicht wirklich auf dieses Objekt in Bad Bramstedt zugeschnitten. Sie werden sehen bei den Zeichnungen, dass der Baubereich des ehemaligen Baugebietes quasi direkt an einem viergeschossigen Baukörper liegen soll. Es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass das tatsächlich wirklich irgendwann so kommt. Was auch schwierig zu denken ist, ist die Lage des ehemaligen EasyNet-Gebäudes. Dieses Gebäude wurde nach unseren Informationen für einen Preis von rund 5,3 Millionen Euro im Rahmen des Gesamtinvestments von knapp über 16,3 Millionen Euro angekauft. Wenn Sie auf die Zeichnungen schauen, werden Sie feststellen, dass dieses Gebäude nicht mehr existiert. Ob das Sinn macht, ein Gebäude wegzureißen, was man gerade gekauft hat, das müssen natürlich Investor und Stadt entscheiden. Logisch erscheint das aber nicht. Und da sind wir auch schon bei den Ideen der Bürgermeisterin bzw. der Verwaltung. Die Idee war, das alte EasyNet-Gebäude zu nutzen, um dort Kindergartenplätze, ausgelagerte Räume der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, die dringend Platz brauchen und auch Platz für Obdachlosenunterkünfte einzubauen. Das scheint bei den Parteien relativ weit vom Tisch zu sein. Wenn man Gespräche hinter vorgehaltener Hand führt, ist die Begeisterung dort für einen Ankauf für eine Summe von rund 22,5 Millionen, das ist das, was der Investor sich vorstellt, nicht wirklich darstellbar. Wie die Parteien inoffiziell und auch offiziell agieren, da lassen wir Sie gerne mal reinschauen. Wir haben ein Interview geführt mit Gilbert Siegmann-Jucken von den Grünen. Schauen Sie mal rein. Thema das alte Thomsen-Gebäude. Es gibt einen Investor, der möchte das Ganze für 22,5 Millionen Euro an die Stadt Bad Bramstedt verkaufen. Möglicherweise ist im Gespräch Schule, Kindergarten, Obdachlosenasyl im aktuellen EasyNet-Gebäude. Was sagen Sie als Vertreter der Grünen dazu? Also wir haben die Diskussion ja auch mitbekommen. Es war ja vom MVZ war die Rede dort. Jetzt kursieren zweistellige Millionensummen. Was man damit machen könnte, also für uns ist klar, in der aktuellen Finanzlage der Stadt ist es nicht darstellbar, falls es so viel kosten würde, das zu kaufen, weil es kommen ja auch noch Umbaukosten dazu. Man kann ja da nicht eine Schule reinmachen und Kindergarten einfach so. Und für uns ist es auch als Standort für eine Schule, als zweiten Schulstandort völlig ausgeschlossen. Es geht einfach nicht, dass man da runterläuft. Das mag in Großstädten funktionieren, aber hier nicht. Da geht eine viel zu viel Zeit weg und man muss ja auch eine komplette Infrastruktur da unten nochmal aufbauen. Also wir haben uns da ganz klar gegen entschieden, überhaupt das weiter zu diskutieren, weil es sich nicht darstellen lässt in der Summe. Und wir wissen auch nichts Neues. Weder hat der aktuelle Besitzer oder Eigentümer sich an uns gewandt, noch sind uns irgendwelche Pläne benannt. Wir wissen auch nur das, was kursiert oder über den Flurfunk so passiert. Das heißt, für die Grünen weder die große Lösung mit 22,5 Millionen für das gesamte Objekt, noch rausgelöst das alte EasyNet-Gebäude für 5,3 Millionen wurde es angekauft, also wahrscheinlich ein bisschen on top, ich sage jetzt mal eher Richtung 7. Beide Varianten im Moment nicht darstellbar.
Im Moment ist es für uns nicht denkbar, dass wir einem Kauf, ob nur Gebäude oder komplett mit Flächen, zustimmen würden. Es ist einfach ein Kauf, der nicht möglich ist bei der jetzigen Finanzlage. Und deswegen ist das für uns kein Thema. Thema doch. Ja, wenn Sie zwischen den Zeilen ein bisschen gelauscht haben, und vielleicht brauchte man auch gar nicht zwischen den Zeilen, Begeisterung sieht tatsächlich anders aus. Und ein Argument, was die Grünen natürlich gebracht haben, ist, dass das Auseinanderziehen mit der Jürgen-Fuhlendorf-Schule möglicherweise nicht das ist, was man wirklich erreichen möchte. Spannend an der Geschichte, wenn die Stadt Bad Bramstedt nicht interessiert ist, und so scheint es im Augenblick, was macht der Investor? 16,3 Millionen Euro in der aktuellen Lage auf dem Baumarkt sind eine Menge Geld, was dort investiert wurde. Und wenn wir mal einen Hypothekenzins nehmen oder einen Projektzins, der liegt für Bauentwickler in der Regel im Moment bei zwischen 6% und 8%. Nehmen wir nur 6%, bedeutet, da läuft jedes Jahr eine Summe von rund 1 Million Euro gegen den Gewinn. Bedeutet, jetzt muss es wirklich schnell gehen, damit hier etwas entsteht, womit wirklich noch alle etwas verdienen können. Weitere Informationen über die Entwicklung des ehemaligen Thomsen-Grundstückes erhalten Sie natürlich, wie immer, beim Stadtmagazin. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.